Was macht das Christentum aus? Schöne Kirchen, tolle Musik, entsprechende Kleidung, Rosenkranzgebet oder der Papst in Rom? Am heutigen Gründonnerstag feiern wir die Einsetzung der Eucharistie. Im Evangelium aber hören wir eine ganz andere Geschichte. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus, der wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Er sagte: Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Momentan erleben wir eine große Hilfsbereitschaft. Menschen, die sich aufopfern, um anderen das Leben zu retten oder einfach nur, um für sie einzukaufen. Jesus gibt sich ganz hin. Er macht sich kleiner als klein, wenn er seinen Jüngern die Füße wäscht. Er gibt sich ganz hin, wenn er Brot und Wein zu seinem Leib und zu seinem Blut macht. An diesem Geheimnis können wir nur im Staunen unseren eigenen kleinen Beitrag beisteuern. Allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Amen. Amen.